Hallihallo, mein Name ist Victoria und ich freue mich, dass du heute mit mir in eine Power Pilates Session startest. Wir kümmern uns heute um eine aufrechte Haltung, um Größe und Stärke in der inneren Mitte. Und ich würde sagen, auf die Matte, fertig, los! Wir kommen gemeinsam in einen Hüftbreitenstand und aktivieren als Erster unser Powerhouse. Bedeutet, wir schieben unser Becken nach vorne, spannen unseren Po fest an und öffnen einmal den Rippenbogen mit der Einatmung. Wir atmen durch die Nase ein, öffnen den Rippenbogen, Hände auflegen und atmen aus und schließen ihn. Genau diese Position versuchen wir zu halten, so gut es geht, die ganzen 15 Minuten. Unseren unteren Bauch spannen wir fest an und das Ganze, ich sage immer, es fühlt sich an, als würde man eine Hose und einen Reißverschluss, der eigentlich ein bisschen zu eng ist, schließen. Das bedeutet, wir ziehen unseren Beckenboden nach innen und oben, Bauchnabel nach innen und oben und spannen an. Somit, wir gehen in die Grundposition, Schultern rollen nach hinten, erste Übung, beide Arme hinter den Kopf. Rippenbogen ist immer noch geschlossen, Schultern sind weit hinten und unten. Wir atmen durch die Nase ein und aus, drehen uns zu einer Seite. Ein durch die Nase und aus zur zweiten Seite. Du machst weiter. Ganz wichtig ist es dabei, bis zum Bauchnabel ist unser ganzer Körper stabil. Wir sind immer noch leicht mit den gebeugten Beinen. Und der Rippenbogen ist immer noch geschlossen. Ganz langsam durch die Nase ein, zur Mitte kommen und aus zur Seite. Das muss keine große Drehung sein. Die geht wirklich nur ganz klein und wir aktivieren unsere Bauchmuskeln. Für alle unter euch, die das jetzt schon wirklich richtig machen, die werden spüren, es ist schon anstrengend. Man glaubt es immer nicht, aber es geht um die kleinen, feinen Übungen. Noch zweimal zu jeder Seite. Und letztes Mal zur Mitte, zur Seite und wieder zur Mitte. Wir schütteln unsere Hände aus. Kommen wieder in unseren Hüftbreitenstand. Ich mache es wieder leicht seitlich, damit du mich besser sehen kannst. Wir rollen unser Becken ein. Hände zusammen und unser rechtes Bein ist unser Standbein. Achtung, wir kommen hoch. Linkes Bein hebt, sucht euch einen Punkt, steigt nach hinten in einen Lunge. Hierbei, Becken ist immer noch fest eingerollt, Po fest und unser vorderes Knie fällt nicht nach links, nicht nach rechts, sondern zeigt ganz gerade nach vorne. Hände sind vorne und wir drehen uns, wieder so wie vorhin, erst ab dem Bauchnabel nach vorne und wieder hoch. Wir kombinieren also Balance und Kraft. Wir steigen nach hinten, ausatmen, drehen zur Mitte und wieder hoch. Zehen sind spitz. Wir steigen nach hinten in den Lunge und hinten steigen, auf das Hohlkreuz achten, auf den Unterschenkel achten, damit der nicht wegkippt. Huch. Sucht euch einen Punkt und versucht den zu fixieren, dann klappt es mit der Balance auch schon viel besser. Letztes Mal, wir gehen tief, Achtung, zur Seite, zur Mitte und wir bleiben genau hier und pulsieren. Das hintere Knie geht hoch und tief, Becken ist immer noch eingerollt, Schultern sind immer noch weit hinten. Sehr gut. Gleich geschafft. Auch für mich ist es anstrengend. Jedes Mal wieder. Auch ich bin außer Atem. Noch vier, drei, Achtung, wir halten. Letztes Mal vorderes Bein. Ferse heben, Ferse senken. Ihr seht, ich zitter genauso. Noch vier, noch drei, noch zwei. Letztes Mal heben, senken. Zusammensteigen, auslockern.
Schüttelt eure Beine aus, eure Arme. Kurz von links nach rechts steigen. Wir heben einmal die Arme hoch und lassen uns nach vorne fallen. Die Hamstrings ausdehnen. Sehr gut. Findet euren Atem. Wir rollen uns langsam wieder hoch. Finden noch einmal zu einer ruhigen Atmung zurück. Und dann geht es auch schon weiter mit der zweiten Seite. Unser linkes Bein ist unser Standbein. Rechtes Bein zieht hoch. Hände schließen, Schulter nach hinten rollen. Und wir steigen tief ab und drehen uns. Und wieder hoch, tief und drehen. Es ist ganz normal, dass eine Seite besser klappt als die andere. Man hat immer gute Balance-Tage und Seiten und schlechte Balance-Seiten. Ganz ruhig bleiben, ruhig weiteratmen und einfach versuchen, wieder reinzukommen. Sehr schön. Hinteres Knie schön tief und gut weit nach hinten steigen in den Lunge und drehen. Wir versuchen, nicht zu schnell zu werden. Es geht deswegen nicht schneller vorbei. Sehr schön, hoch. Super. Noch zweimal. Nach hinten steigen. Drehen zur Mitte. Hoch. Letztes Mal. Nach hinten. Drehen zur Mitte. Wir bleiben. Und pulsieren. Hinteres Knie zieht tief. 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 Wir spüren die Oberschenkel. 3, 2, 1. Wir bleiben tief. Vordere Ferse. Hoch und tief. Hoch. Tief. Noch 3, 2, letztes Mal hoch, tief und zusammensteigen. Die Oberschenkel wieder einmal auslockern. Es wird ein bisschen gemütlicher. Als nächster kommen wir einmal gemeinsam auf die Matte. Unser rechtes Bein ist unser Standbein. Das linke drückt fest und lang in die Mattenaußenkante. Das bedeutet, unsere linke Fußaußenkante drückt in die Matte. Wir rollen auch hier einmal unser Becken ein. Po fest anspannen. Achtung, Arme hinter den Kopf und wir neigen uns zur Seite. Jetzt wird's spannend. Wir atmen durch die Nase ein und aus, drehen uns nach unten und wieder zur Mitte. Einatmen und aus. Und ein und aus. Hier wichtig, der ganze Körper ist ganz fest. Wir bewegen uns nicht, wir wackeln nicht hin und her. Es ist nur der Oberkörper, der rotiert. Auch hier Schultern weit weg von den Ohren. Und einmal nach unten drehen und wieder hoch. Kurz nachspannen, Po nochmal fest anspannen, Becken einrollen, Rippenbogen schließen, Fußaußenkante in die Matte drücken und weiter. Wir machen noch 4. Noch 3. 2. Letztes Mal tief einatmen, ausatmen, zur Seite, zur Mitte und absenken. Same, same, but different. Einmal auf die andere Seite. Wir kümmern uns jetzt um die seitlichen Bauchmuskeln. Auch hier Becken einrollen, Po nachspannen, Schultern nach hinten, rechte Fußaußenkante. In den Boden drücken, Hände hinter den Kopf und wir lehnen uns gemeinsam zur Seite. Wir atmen ein und aus, drehen uns nach unten. Auch hier diese Rotation beginnt erst über den Bauchnabel. Wenn das bedeutet, dass du deinen Bauch und deinen Körper besser halten kannst, wenn du ein bisschen aufrechter bist, ist das total in Ordnung. Jeder hat seine eigenen Limits und die wollen wir bitte alle beachten. Für alle, für die es noch nicht anstrengend ist, eine Station tiefer. Noch 3.
Kräftig atmen, nicht vergessen. Zweites. Letztes Mal. Und zur Mitte. Und absenken. Sehr schön. Wir sind auch schon fast am Ende angelangt. Wir kommen noch einmal in einen Vierfüßlerstand. Stellen unsere Zehenspitzen auf, drücken uns hier fest aus der Matte raus. Versucht wirklich nicht einzusinken, sondern schön rausdrücken. Unsere Ellbogen sind ganz leicht gebeugt. Achtung, Bauch anspannen. Und wir heben unsere Knie und halten. Atmen ruhig. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Knie schweben über dem Boden. Ja, Po kommt nicht so hoch, sondern es sind wirklich nur 2-3 Zentimeter. Wenn jemand eine kurze Pause braucht, gerne kurz absetzen. Ansonsten halten, solange es geht. Für alle, die abgesetzt haben, nochmal kurz nachspannen. Und gleich nochmal hoch und halten. 4, 5, 4, 3, Achtung, es geht weiter. 2, wir bleiben oben und wir wippen. Auf und ab. Kleine Pulses. Wie immer, der Rest des Körpers bleibt stabil. Ihr seht, ich wackel auch, ich zitter auch. Ist ganz normal. Es darf und soll anstrengend sein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Sehr schön. Kurz auslockern. Ausgezeichnet. Wir machen noch eine letzte Übung für unseren Rücken, für eine aufrechte Haltung. Dazu legen wir uns am Boden ganz lang ausgestreckt. Auch hier, wir rollen unser Becken ein, drücken in die Matte. Die Finger sind fest aufgespreizt neben unseren Schultern. Und wir drücken uns einmal von der Matte weg. Achtung, wir halten hier, Arme lösen. Und absenken. Wir atmen aus. Drücken uns weg. Heben. Halten das nur mit der Kraft unseres Rückens. Und absenken. Nicht vergessen, festes Becken einrollen, damit es nicht auf den unteren Rücken geht, damit der Rücken schön geschützt ist. Schulterblätter ziehen nach hinten und zusammen. Ihr könnt es natürlich beliebig lang halten. Und wieder tief, noch zweimal, hochdrücken, diese Position halten, Arme weg vom Boden, tief und ein letztes Mal gemeinsam, hoch, Arme weg und tief. Sehr schön, sehr gut. Du kommst einmal ins Sitzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir und meiner Power Pilates Session mitgemacht hast. Ich hoffe, du fühlst dich gut, trinkst einen Schluck Wasser. Und bis bald.